Viele Betroffene eines Bandscheibenvorfalls denken, dass ihr Körper nie wieder so belastbar sein wird wie früher. Dass deine Leistungsfähigkeit deutlich höher als vor dem Bandscheibenvorfall sein kann und wie du das machst, erfährst du in diesem Video. Früher wurde von den Ärzten empfohlen, nach einem Bandscheibenvorfall den Körper zu schonen. Die Ärzte haben häufig dabei vergessen, eine zeitliche Angabe zu machen und so wurde aus einer Schonung, die eigentlich nur in der Akutphase sein sollte, eine sehr lange Phase. Da auch die Annahme bestand, dass durch eine Schonung man nichts falsch machen konnte, war auch Schonung die Empfehlung Nummer 1 und im Prinzip auch das Einfachste. Und was am einfachsten ist, das wird natürlich am häufigsten empfohlen. Das Verständnis für den Körper hat sich aber mittlerweile geändert. Heute weiß man, dass der Körper nicht nur durch Schonung alleine heilt, denn durch verstärkte Stoffwechselaktivität und gezielten passiven, aber auch aktiven Maßnahmen kann der Heilungsprozess deutlich beschleunigt werden. Man muss also nicht warten, bis der Körper von alleine besser wird, zumal das meistens auch noch viel, viel länger dauert. Bandscheibenvorfälle können sich unterschiedlich bemerkbar machen. Es kommt sogar sehr häufig vor, dass auf dem bildgebenden Verfahren, wie zum Beispiel dem MRT, ein deutlicher Bandscheibenvorfall zu erkennen ist, aber der Patient absolut schmerzfrei ist. Bei Patienten mit Schmerzsymptomatik teilen wir einen Bandscheibenvorfall gerne in mehrere Phasen ein. Es gibt einmal Bandscheibenvorfall in Akutphase. In der Akutphase findet eine akute, von außen nicht sichtbare Entzündung statt. Nach einer Verletzung setzen sofort Aufräumarbeiten im Körper ein. Zudem wird die Wundheilung und Neuorganisation des umliegenden Gewebes aktiviert. Schlagartige, ausstrahlende Schmerzen sind bei jeder ungünstigen Bewegung oder auch Haltung zu spüren. Das kann sehr unangenehm sein. Teilweise können die Patienten nicht mehr schlafen oder müssen zudem Schmerzmittel einnehmen. In den ersten 5 Tagen der Wundheilung solltest du die Wirbelsäule nur wenig belasten. Der Körper braucht für die Heilung viel Energie, daher strapaziere ihn nicht zusätzlich. Auch gilt in dieser Phase Bewegungen und Haltungen zu erkennen, die deinem Körper gut tun. Bei einem Bandscheibenvorfall in der Lendenwirbelsäule versuche in der ersten Zeit so wenig wie möglich zu sitzen. Da die gallertkernige Masse, also der innere Bereich der Bandscheibe, durch die Hüftbeugung eher nach hinten verschoben wird und das Ganze noch zusätzlich strapazieren kann. Der Körper versucht mit Muskelspannung den Bereich der Verletzung zu schützen. Diese Verspannungen können aber zusätzliche Beschwerden verursachen und den Heilungsprozess behindern. Hier könnten osteopathische Behandlungen die Spannung erstmal reduzieren, die Flüssigkeit Zirkulation wieder verbessern und so den Heilungsprozess beschleunigen. Durch die Spannungsreduktion kann man den Druck auf die Bandscheiben etwas verringern, sodass die Patienten häufig schon eine erste Schmerzerleichterung haben. Die zweite Phase ist die Übergangsphase. In der Übergangsphase eines Bandscheibenvorfalls werden die Symptome bei Bewegungen, bei Belastungen schon etwas geringer. Bewegungen, die während der Akutphase noch sehr, sehr stark schmerzhaft waren, funktionieren nun deutlich besser, mit deutlich weniger Schmerzen. Jetzt ist Gehen, Sitzen und im Bett vielleicht umdrehen schon fast schmerzfrei. Schmerzmittel können auch langsam und schrittweise abgesetzt werden. Erste einfache Übungen können hier schon gemacht werden. Vermeide in der Anfangszeit sämtliche Übungen, bei der die Wirbelsäule einfach rund wird. Das bedeutet zum Beispiel, dass Crunches oder Sit-Ups hier komplett ungeeignet sind. Denn durch die Beugung nach vorne werden die Bandscheiben nach hinten verlagert. Genau die entgegengesetzte Richtung wäre hier häufig angebracht. Auch Seitneigungen sollten vorerst vermieden werden. Zudem solltest du Bewegungen vermeiden, bei denen du schlagartig starke oder auch weiter ausstrahlende Schmerzen hervorrufst. Du solltest auch sämtliche Bewegungen vermeiden, die ruckartig passieren, sodass die Wirbelsäule nicht zusätzlich strapaziert wird. Vermeide in dieser Phase auch Drehbewegungen in der Wirbelsäule, da so die Bandscheiben noch weiter belastet werden. Mach gerne kleine Spaziergänge, um den Stoffwechsel in den Bandscheiben und in der Umgebung der Bandscheibe anzukurbeln. In dieser Phase des Bandscheibenvorfalls solltest du hauptsächlich Kraftübungen machen, bei dem der Rücken einfach gerade bleibt. Die Intensität ist unter 30% der Maximalkraft. Das Hauptziel des Krafttrainings besteht hierbei, den Stoffwechsel zu aktivieren und dementsprechend den Heilungsprozess ein bisschen zu beschleunigen.
Hier bieten sich isometrische Übungen sowie Autostabilisationsübungen oder auch propriorezeptives Training an. Wenn du mehr über eine solche Art des Trainings erfahren möchtest, bleib einfach auf unserem Kanal, folge uns und du bekommst diesbezüglich noch weitere Infos. Für Ausdauertraining im Fitnessclub zum Beispiel bietet sich bei Ausdauergeräten eher sowas wie ein Liegefahrrad an, bei der die Wirbelsäule hinten stabil ist, gerade bleibt und die Hüftbeugung allerdings nicht zu stark ist. Die nächste Phase ist die Stabilisierungsphase. In der Stabilisierungsphase eines Bandscheibenvorfalls bist du zunehmend belastbarer und die Arbeitsfähigkeit kommt langsam wieder zurück. Nach ganz normalen Bewegungen sollten nun keine Schmerzen mehr spürbar sein. Nun solltest du auch die Trainingsintensität ein wenig steigern. Trotzdem bleibt die Intensität noch unter 30% der Maximalkraft. Das heißt, wir machen weiterhin Stoffwechseltraining. Absolviere gerne ein Ganzkörpertraining, um die Muskulatur wieder zu stärken. Integriere komplexe Bewegungsabläufe in deinen Trainingsplan, um das Zusammenspiel von verschiedenen Muskelgruppen zu verbessern. Treppensteigen, Kniebeugen, Zehengang, Einbeinübungen, Wackelübungen zum Beispiel. Wichtig ist auch, dass du einen Ausgleich muskulärer Dysbalancen gerade im Lendenwirbelsäulen-Hüftbereich erarbeitest. Denk bitte daran, auch das Training der Körperwahrnehmung nicht zu vernachlässigen, aber auch Schulung von Gleichgewichts-, aber auch Differenzierungs- und auch der Rhythmusfähigkeit solltest du machen. Denke auch daran, Mobilisations- und auch Dehnungsübungen in dein Training zu integrieren, um deine ursprüngliche Beweglichkeit einfach wieder zu erlangen. Neben dem Liegefahrrad, welches du ja schon in der letzten Phase nutzen konntest, kann nun ein weiteres Kardiogerät genutzt werden, zum Beispiel der Stepper. Hier beim Stepper hast du eine weitere Komponente wieder mit dabei, das heißt Rotationsbewegung, denn auch das soll deine Wirbelsäule wieder machen können. Die nächste Phase ist die Aufbauphase. Du bist jetzt nach dem Bandscheibenvorfall überwiegend beschwerdefrei. Nun solltest du deine Belastbarkeit auf das ursprüngliche Niveau wieder aufbauen. Du kannst nun deinen Körper wieder stärker belasten. Die Intensität beim Krafttraining sollte so circa 50% der Maximalkraft sein. Das heißt, wir machen so circa 15 bis 25 Wiederholungen, gerne 2 bis 3 Sätze im Kraftausdauerbereich. Später kann die Intensität wieder auf über 50% der Maximalkraft gesteigert werden, um dadurch den Muskelaufbau zu fördern. Mobilisationsübungen können gerne wieder in sämtliche Bewegungsrichtungen gemacht werden, um den Stoffwechsel in den umliegenden Strukturen wieder zu fördern. Durch Schonhaltung verspannte Muskeln sollten nun wieder verstärkt, gedehnt und getriggert werden. Ausdauertraining ist jetzt mit fast allen Geräten wieder möglich. Du kannst Oberkörperergometer nutzen, Laufband, Stepper, Fahrradergometer. Du kannst auch langsam wieder ins Laufen kommen und joggen. Die nächste Phase ist die Präventionsphase. Du bist nun nach einem Bandscheibenvorfall in der Präventionsphase angekommen. Um weitere Rückenleiden vorzubeugen, macht es Sinn, deine Fitness noch weiter zu steigern. Dabei sollte Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Koordinationsfähigkeit gleichermaßen verbessert werden. In dieser Phase sind wieder alle Übungen, die keine Schmerzen verursachen, erlaubt. Du kannst die gleiche Intensität jetzt nutzen wie bei rückengesunden Menschen. Hier bietet sich auch das sogenannte Hypertrophietraining an, also Muskelaufbautraining, was du zum Beispiel zwischen 70 bis 80% der Maximalkraft machst. Also 8 bis 15 Wiederholungen, so circa 3 bis 6 Sätze pro Muskelgruppe. Später auch gerne wieder schweres Kreuzheben, Kniebeugen, also alles sollte wieder möglich werden. Das heißt, schrittweise baust du dein Training auf, sodass dein Körper wieder belastbar wird und vor allem aber auch belastbarer als vor dem Bandscheibenvorfall. Die Präventionsphase sollte ein Leben lang gemacht werden, um Rückfälle und weitere Vorfälle zu vermeiden. Viele unserer Patienten und Klienten erreichen gerade in dieser Phase eine deutlich höhere Leistungsfähigkeit, als sie je zuvor vor dem Bandscheibenvorfall hatten. Sie sind belastbarer als je zuvor und können bedenkenlos alles machen, also jede Übung, alle Alltagsbewegungen, die man im Prinzip machen möchte. Möchtest auch du nach einem Bandscheibenvorfall oder anderweitigen Rückenbeschwerden wieder volle Leistungsfähigkeit erlangen? Dann lass uns gerne darüber sprechen. Melde dich bei uns für eine kostenfreie Schmerzanalyse. Klick einfach unterhalb des Videos auf den Link, damit auch du wieder volle Leistungsfähigkeit erlangst.